Ciao Ragazzi, in einer anderen E-Mail habe ich die Frage bekommen, wie man denn einen Freund vorstellt oder Lebenspartner, welche Ausdrücke es da gibt, damit man dann nicht durcheinander kommt zwischen einer Freundschaft und dem Ausdruck für eben Partner, Verlobter, fester Freund, Freundin, wie auch immer. Und also da gibt es wie im Deutschen auch, eben auch im Italienischen unterschiedliche Ausdrücke. Es ist wahrscheinlich auch Geschmackssache, wahrscheinlich auch regionale Unterschiede, die mir jetzt so aber nicht bekannt sind. Oder auch, es hängt natürlich auch vom Alter ab. Ja? Ältere Leute sprechen jetzt vielleicht nicht vom festen Freund, sondern eher vom Lebenspartner. Das ist dann letztendlich ja Geschmackssache auch. Und ich stelle euch jetzt mal die Ausdrücke vor, die ich kenne und ja, sage euch ein paar kleine Infos noch zu den verschiedenen Ausdrücken. Also, wenn ich jetzt ganz normal einen Freund oder eine Freundin, keine Liebesbeziehung oder Partnerschaft, sondern ganz normal platonische Beziehung, ich stelle einfach nur meinen Freund oder meine Freundin vor, dann kann ich sagen, questo è il mio amico, das ist mein Freund. Zum Beispiel, questo è il mio amico Luca. Das ist mein Freund Luca. Oder questa è la mia amica. Questa è la mia amica Anna. Das ist meine Freundin Anna. So, also da geht es ganz normal um Freundschaft. So, wenn ich jetzt halt meinen festen Partner vorstellen möchte, meinen festen Freund, dann kann ich zum Beispiel sagen, und das ist wahrscheinlich auch eher für die jüngere Generation und eher sehr umgangssprachlich, da kann ich sagen, questo è il mio ragazzo. Also sozusagen, das ist mein Junge, würden wir im Deutschen jetzt nicht sagen. Im Italienischen hört man das aber oft. Questo è il mio ragazzo. Oder questa è la mia ragazza. Das ist meine Freundin. Ja, wie gesagt, die jüngere Generation benutzt das oft. Il mio ragazzo heißt ja mein Freund, so mein fester Freund. La mia ragazza, wörtlich übersetzt mein Mädchen. Würden wir jetzt so auch nicht direkt sagen, aber im Italienischen kann man das, hört man das ganz oft. La mia ragazza, meine feste Freundin. So, jetzt kann man im Italienischen auch Folgendes sagen. Questo è il mio fidanzato. Hieße jetzt wörtlich übersetzt eigentlich, das ist mein Verlobter. Das kann ich aber auch sagen, wenn wir gar nicht verlobt sind, aber fest zusammen sind, also mein fester Freund. Ich kann auch sagen, questo è il mio fidanzato, ohne dass wir verlobt sind. Und die anderen denken dann auch nicht, ah, okay, die sind verlobt. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, aus welchem Grund man das Wort für Verlobter oder Verlobte benutzt, wenn es sich einfach nur um eine feste Beziehung handelt. Aber im Italienischen, ja, benutzt man diesen Ausdruck sehr oft. Also, wenn ihr jetzt hört, questo è il mio fidanzato, oder questa è la mia fidanzata. Also dann wisst ihr rein theoretisch nicht, ob die jetzt verlobt sind oder nicht. Also es kann eine ganz normale Partnerschaft sein oder es kann auch sein, dass man bereits verlobt ist. Also das erkennt man daraus nicht. So, dann wie gesagt, wenn ihr euren Verlobten oder eure Verlobte vorstellen wollt, dann auch mit fidanzato oder fidanzata. Kann ich auch noch sagen, questo è il mio compagno oder questa è la mia compagna. Das heißt so viel wie Partner, Lebensgefährter, sowas in der Richtung. Und dann gibt es noch was, ich glaube, das ist eher umgangssprachlich, habe ich aber auch schon öfter gehört, wenn ich jetzt sage, questo è il mio moroso oder questa è la mia morosa. Dann ist es auch sowas wie ja, der feste Partner. Es ist mein Freund, mein Partner. Und wenn man verheiratet ist und man möchte seinen Ehemann vorstellen oder seine Ehefrau, dann sage ich ganz einfach, questo è mio marito. Oh, das ist der Ehemann, marito, il marito. Oder questa è mia moglie. Mia moglie, la moglie ist die Ehefrau. Und da aufpassen, da benutzt man dann keinen Artikel, also da sage ich dann nicht il mio marito oder la mia moglie, da sage ich mio marito und mia moglie. Da gibt es eine Regel, bei Familienbezeichnungen lässt man den Artikel dann weg, das ist ein anderes Thema.
Ich werde euch dann auch noch mal einen Artikel dazu verlinken. Da könnt ihr euch das Ganze noch mal nachschauen und diese ganzen Begrifflichkeiten noch mal nachsehen. Falls euch noch irgendwelche anderen Ausdrücke für Partner, Freund und so weiter einfallen, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Das wären jetzt die Sachen, die ich häufig höre und die mir bekannt sind. Ich selber benutze meistens il mio ragazzo oder il mio fidanzato, aber das ist wie gesagt Geschmackssache und das kann dann jeder für sich selber entscheiden. Ja, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao, ciao.